Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um das komische Geräusch, was meine KGE gemacht hat. Die ambitionierten Zuschauer von meinem Kanal wissen auf jeden Fall Bescheid, was da los gewesen ist. Und ich habe das Problem jetzt beheben können. Und ich werde euch jetzt mal meinen Motorlauf zeigen, wie er jetzt läuft. Und dann erzähle ich euch ein bisschen dazu, was passiert ist und warum und wieso und weshalb. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Hört's euch an! Außer dass das staubig ist durch das Wochenende an der Nordschleife, ist soweit alles in Ordnung. So, und jetzt erzähle ich euch da ein bisschen drüber was. Also, ich habe ja damals die KGE gewechselt, natürlich als Vorsorge, als ich meinen Anlass neu gemacht habe. Kamen Zündspulen neu, Zündkerzen neu und die KGE natürlich und alle Schläuche. Und das ganze Set habe ich mir bestellt bei eBay von Febi. Und habe dann die originale BMW KGE ausgebaut, die von Febi eingebaut. Und dann, ja, so haben wir erstmal dein Kabel vergessen. Das habe ich in dem anderen Video schon erzählt. Und dann lief erstmal komisch, dann lief er gut und dann war erstmal alles perfekt. Motor ging wieder, Anlasser ging wieder, meine ich. Motor lief alles super und ich habe mich gefreut. Aber dann kam dieses komische zwitschernde Geräusch im Stand. Mit dem Fenster zu hast du es nicht gehört, deswegen war das wahrscheinlich auch so, dass die meisten das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Aber wenn man schon den BMW Performance Engine Dämpfer drauf hat, dann will man auch Sound hören und das auch bei offenem Fenster. Das bedeutet, Fenster auf, mag unglücklich. Ja, weil das Geräusch von der KGE war halt wie so ein Vogel, der im Motorraum gezwitschert hat. Also der hat immer so rumgeknattert. Und ich habe, glaube ich, überhaupt gar kein Video davon gemacht, weil mich das so doll und so hart angepisst hat, dass ich das nicht, dokumentieren wollte, obwohl es für euch wahrscheinlich sehr interessant gewesen wäre. Also dieses echt nervige Geräusch ist jetzt weg. Warum? Ich habe mir einfach nochmal die originale BMW KGE gekauft für 95 Euro von Liebmann. Dann nochmal Ansaugbrücke komplett runtergenommen, KGE ausgetauscht. Die Schläuche sind alle geblieben, also sind die Febi-Schläuche, bis auf den einen, den ich sowieso bei BMW kaufen musste. Und beim Ausbauen haben wir auch mal die Febi-KGE und die BMW-KGE nebeneinander gehalten. Und die BMW-KGE ist ganz anders verarbeitet. Also das Abdämmungsmaterial unten ist wesentlich dicker, ist es flauschiger, es glänzt mehr. Ich zeige euch auf jeden Fall mal ein paar Fotos, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Also es sind schon wesentliche Unterschiede, die die KGEs haben. Und die KGE von BMW ist die KGE der Wahl. Nimmt für die KGE kein Zubehörscheiß. Nimmt die Original-KGE. Es gibt für den N52 so ein paar Sachen, da solltet ihr immer Original nehmen. Original immer. Dieser Steller immer Original. Magnetventile immer Original. Und jetzt bin ich auch schlauer. KGE. Immer original. Also die drei Sachen in dem Motor immer original kaufen. Dann bleiben die Probleme nämlich aus, denn zweimal Ansaugbrücke runter für ein Komfortproblem, was mich als ja, schönen Sahnemotorlauf natürlich dann echt hart getriggert hat. Ja, habe ich dann nochmal gemacht. Also nochmal Geld in die Hand genommen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ist leider so. Also in dem Fall war es wirklich gut, die KGE nochmal neu von BMW zu kaufen. Das Problem ist weg, nachhaltig weg, bis heute weg. Was mir aufgefallen ist nach der KGE, kommt nochmal einer, ich muss nochmal Platz. Was mir aufgefallen ist, nachdem ich die KGE gewechselt habe, ist, dass der Verbrauch erstmal hochgegangen ist. Ich kam nicht unter 13 Litern, da dachte ich mir, scheiße, haben wir wieder was falsch gemacht. Wieder. Nein, und die hat ein bisschen gebraucht und dann war sie, glaube ich, eingespielt und so nach 200 Kilometern hat sich der Verbrauch dann, ging dann so runter. Jetzt bin ich wieder bei meinem Standardverbrauch. Ja, also, Problem mit dem Motor ist zum Glück behoben. Jetzt, wenn ich hier im Fenster den Stand offen habe, ist einfach alles wie gehabt. Ich bin super zufrieden. Ich fahre jetzt auch viel lieber Auto. Das war vorher so, ich habe keinen Spaß mehr dran gehabt. Deswegen habe ich dann auch nochmal das Geld in die Hand genommen, um mir meinen Spaß wieder zu holen, weil ein laufendes Auto, was nicht gut läuft oder was ein Komfortproblem hat, macht natürlich nicht so viel Spaß. Ja, hätte ich mir gern gespart, hätte ich gerne komplett sofort alles richtig gemacht mit den richtigen Teilen. Und merkt euch,
KGE, Magnetventile, dieser Steller immer original kaufen, sonst Probleme. Sonst teuer. Sonst doppelt teuer. Sonst kauft ihr zweimal. Ist echt so. Also, ja, das war's von meiner Seite. Ich freue mich, dass das Ganze jetzt weg ist und dass mein Motor wieder vernünftig und ruhig läuft. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bleibt dran. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace. Achso, abonnieren nicht vergessen.